Ich werde mich dann des Nächtens auf einen Baum setzen und dann ein fröhliches Schlaflied vor mich hintrallern. Mit meiner Flöte. Wer hält denn Wache? Ich nehme die erste. Sie werde feststellen, dass man da noch irgendwie die ganze Nacht auf dem Baum setzt. Irgendwann hört er auf zu spielen, aber es sieht nicht aus, als würde er pennen gehen. Möchtest du auf deinen Schlaf verzichten, was du ja als Elf kannst? Möchte auf meinen Schlaf verzichten, ja. Ja, okay. Es ist, ich bin mir auch darüber im Klaren, dass dieser Wald gefährlich sein kann. Ich würde tatsächlich die letzte Wache auch noch machen, also mit Mendarion zusammen. Gut, dann gib mir doch mal Mendarion, das die ganze Zeit wach. Gib mir mal einen W10. Ein W10, das könnte ein W8 gewesen sein. Nein, das war ein W10, nee, 7. W10 ist eine 8, sind 4. Das bedeutet, Mendarion ist sowieso schon wach. Midas. Während der Wache von Midas und Mendarion könnt ihr Geräusche hören vom Wald und hektische Schritte von etwas oder jemandem, die auf euch zukommen. Okay, ich habe herausragendes Gehör. Ich habe Dunkelsicht und herausragenden Sinnsicht. Ausgezeichnet. Dann gib mir trotzdem mal die Sinnschärfe dazu. Auf Hören? Auf Hören und auch auf die Sicht. Okay. Ich merke gerade, ich habe sogar Nachtsicht. Ja, Elfen haben Nachtsicht. Denn Elfen haben normal Dunkelsicht. Ich habe die Nachtsicht extra gekauft. Sinnenschärfe. Erleichterung rechnest du dir von selbst ein. Nicht plus 7, sondern minus 7. Ich weiß gerade nicht. Ist das minus 7? Nein. Für herausragenden Sinn? Herausragenden Sinn ist. Sind das nicht 3 Punkte? Es steht, glaube ich, nirgendwo. Das ist egal, es sind genug. Ihr könnt auf alle Fälle hören und sehen, wie zwei Personen auf euch zukommen. Wohl ungeplant, ungezielt, aber sie laufen. Also der eine kann es hören, der andere kann es sehen. Und dabei handelt es sich einmal um eine Frau und einmal um einen Mann. Der Mann verfolgt die Frau und ja. Knapp mir meine Armbrust. Die bewaffnet? Würde... Der Mann ist bewaffnet mit einem Dolch. Meine Armbrust spannen. Riechen die komisch? Also komisch. Im Sinne von untot. Ja, sie sehen nicht untot aus. Okay, dann heb ich mal, wenn die ein Feuer hatten, irgendwie noch einen glimmenden Schalt davon hoch. Und wedel damit sie mal. Hallo! Hilfe! Hilfe! Sie läuft direkt auf eure Richtung zu. Oh, Midas, ich glaube, die brauchen Hilfe. Die anderen können langsam aus dem Schlaf aufschrecken und sie brauchen wohl noch sicherlich so, die Frau braucht noch sicherlich 10 Sekunden, bis sie dann bei euch ist. Dann rufe ich den Verfolger zu, durchfallen lassen und gebe einen Warnschuss ab in die Richtung. Ja, dann schieß gerne mal. Ich eile derweil mal der Frau zu Hilfe. Damit ist also, die Armbrust halt auch für diesen Kampf nicht mehr zu benutzen. Das ist mir schon klar, aber... Ja, der Mann läuft weiter. Du kannst gerne mal eine Überredenprobe mit Einschüchtern machen. Einschüchtern habe ich nicht, aber ich gebe natürlich die Überredenprobe. Also. Der Mann würfelt gerade mal eine Sinnschärfeprobe, ob er den Schuss überhaupt gesehen oder gehört hat. Nein, hat er nicht. So ein Armbrust sehen ist relativ lauernd. Ja, aber er hat nur 2019 gewürfelt. Ja, er hat nichts mitbekommen. Er hechelt, er keucht. Er ist wohl selber erschöpft und er hat... euch auch gesehen und rennt euch ebenso zu. Ich werfe nur mal pro forma die Fernkampfprobe, kann ja sein, dass ich hätte. Oder die Waffe schieße, bitte. Es ist kein Patzer. Ja, gut. Mit der Dunkelheit? Nicht mit einer 4. Nicht mit einer 14, die er werfen kann. Ja. Sonst hättest du die Frau getroffen, das wäre natürlich besonders bitter. Also ich laufe gerade, ich weiß nicht, vielleicht noch mit dem Holzschwert in der Hand, damit sie mich sehen, auf die beiden zu. Ja. Die anderen können mittlerweile ankommen und ich würfel gerade nochmal eine Körperbeherrschungsprobe. Die Frau ist deutlich erschöpft und der Mann wird sie wohl vor euch erreichen. Die Frau strauchelt, fällt hin, der Mann wirft sich über sie und ihr könnt einen erstickten Schrei von ihr hören, der Dolch trifft. Hilfe! Sind wir jetzt auch wach? Ja, ihr seid wach. Ist ja scheinbar die Zeit für einen Zauber zu sein. Hey, ich wollte gerade sagen. Ziehe jetzt mein Schwert, beziehungsweise meinen Säbel. Ebenso. Ja. Ich möchte verhindern, dass sie absticht. Also erscheint mir der Plumbomarum das intuitivste. Das ist eine Blitz. Gute Idee. Ungefähr 7 Meter würde ich euch noch zugestehen. 7 Meter Entfernung. Was ist die Reichweite vom Blitz? ZFW-Schritt. Okay, ich würfel erstmal ein Plumbomarum, dann gucke ich meinen LC rein, wie es aussieht. 17 Sternchen, jo, passt. Dann Magieresistenz hat er irgendwie aktuell eine 5 oder so.
Dann er hat das erste Mal zugestochen, er hat das zweite Mal zugestochen. Wie lange dauert der Plombombarum? Zwei Aktionen? Drei Aktionen. Ja, ich gebe ihm Blitz in einer. Ja, dann würfeln wir mal den Blitz. Und da bleibt nicht viel übrig, aber er ist kurzzeitig geblitzt, das reicht zumindest. Er sticht zu. Ich würfel gerade mal, ob er tatsächlich trifft, wenn sie am Boden liegt. Er sticht das zweite Mal zu, das dritte Mal zu, dann wird sein Arm, sein Dolch wird langsamer und er lässt ihn fallen. Dann könntet ihr da sein. Ja, dann hin. Ich werfe mich da irgendwie ungezielt, glaube ich, zwischen. Nicht so sehr, um ihn zu schaden, sondern halt einfach, um ihn von der Frau wegzukriegen. Mhm. Zum Glück hat er den Dolch nicht mehr, sonst würde ich jetzt vermutlich einen Stich fressen. Hey, was soll das denn? Sie wollte mich umbringen. Dann kannst du doch trotzdem nicht einfach so auf sie einstechen. Das ist doch... Ich kann nicht sehen. Er sieht mich vermutlich nicht. Wir rangeln irgendwie ein bisschen und dann werden die anderen... Und dann werden die anderen auch schon bei uns sein, nehme ich. Sobald ich da bin, halte ich ihm... Also, er kann bis dahin ja wahrscheinlich wieder sehen, weil der Blitz tatsächlich nicht so lange wirkt. Halte ich ihm... mein Säbel und die Brust oder an die Kehle. Ihr habt mich gerettet. Oh, ich bin verletzt. So. Jetzt erstmal auseinander. Der Plumbumarum klingt dann auch ab, der wirkt nur 5 Runden. Sie hat mich verzaubert, Hexe. Schmeiß diesen Dolch weg und wir klären die Situation. Jetzt. Ich hab den Dolch nicht mehr. Ich kann ihn nicht tragen. Ich gebe mal der Frau so ein paar Verbände und sage ihr schön auf die Wunde pressen. Oh, danke. So. Bei Boron und bei Fex, was ist hier eigentlich los? Warum streift ihr durch die Nacht? Und warum schreit ihr mir gestört? Ich hab geschlafen! Sie wollte mich umbringen! Das ist unser größtes Problem, dass ihr gerade geschlafen habt. Ei! Also. Sie wollte euch umbringen. Wer seid ihr denn überhaupt und welche Situation hat sich hier gerade ergeben? Ich bin Köhler, verdammt! Ich bin Köhler! Sieht aber viel mehr aus, als wolltest du sie umbringen, sonst hättest du ja nicht in sie gestochen. Verdammt, sie hat mich auf der Lichtung aufgeschnappt und stich mir den Dolch in den Rücken und dann habe ich mich umgedreht und ihr den Dolch weggenommen und dann ist sie weggelaufen und ich... Würde mir mal seinen Rücken angucken. Finde ich da eine Wunde? Er ist verletzt. Schön. Er scheint tatsächlich verletzt zu sein. Aber das ist doch kein Grund. Ich würde gerne mal eine Menschenkenntnisprobe würfeln, ob er das, was er sagt, tatsächlich auch so meint. Also, ob er davon überzeugt ist. In die Box. Ja, selbstverständlich. Ich würde in der Zeit mal zu Kasim gehen und ihn zuflüstern. Lockt das Blut nicht die Untoten an? Würfel nochmal. Sind wir hier von den Untoten sicher? Hä? Jetzt du musst die Probe in die Box runterziehen. Ach so. Okay. Ich hab's lange nicht mehr gemacht. Kein Problem. Jetzt. Also die Geschichte von ihm scheint zu stimmen und du erkennst erstmal keine Lüge. Es könnte aber auch dunkel sein. Oder er ist ein sehr guter Lügner. Nun, mir scheint, dass er uns nicht anlügt. Er wollte mich töten. Er ist direkt auf mich zugelaufen. So, wer ist jetzt auf wen zugelaufen? Wo habt ihr euch getroffen? Kennt ihr euch schon... Vorher, nein, ich bin eine Pilzsammlerin. Ich weiß gar nicht, was das hier soll. Warum greift er mich an? Köhler und eine Pilzsammlerin. Und das mitten in der Nacht? So, also. Ihr beide setzt euch jetzt zu uns ans Feuer. Und wir hören uns jeweils die Geschichte noch einmal an. Aus eurer Sicht und aus eurer Sicht. Dann schauen wir. Meine Herren, ich möchte euch darauf hinweisen, dass hier gerade einiges an Blut geflossen ist und das, was dieser Bauer bei seinen... Die Schnepfe hat geschrien. Sie hat geschrien wie am Spieß. Sie zieht die ganzen Untoten an, die kalten Eirex. Das ist dein Punkt. Wir sollten das Lager wechseln. Ja, wir sollten, wenn möglich, aufbrechen. Sofort. So viel zu deinem Schlaf, Dicker. Ach, jo. Schicken wir die Untoten doch zu dem Bauern, der war eh ein Depp. Aber ja, wir haben ihm doch gesagt, wir würden sie nicht zu ihm bringen. Warte, mein Brotlauf, der Mensch. Ihr seid verrückt. Warum das? In die Richtung, da liegt er im Reich. Dann sind wir sicher. Können wir die beiden Gäste nicht verarzten? Sonst ziehen wir nur eine Spur hinter uns her. Befürchte ich hier in der Wildermacht. Lass dich doch einfach hier hocken und wir gehen weiter. Ich kümmere mich gerade schon um die Frau.
Genau, lass mich mit dir allein, ich bring sie um. Nein, hier bringt niemand niemanden um. Aber warum tust du sowas? Ich weiß nicht, was er von mir will, ich kenne ihn nicht. Wirkt sagt sie die Wahrheit oder wirkt sie glaubwürdig? Menschenkenntnis in die Box. Gimt. Kasim beugt sich mal zu dem Elfen rüber. Einfach. Die 3W20 kannst du in die Box unten links neben den Würfeln reinziehen. Dann würfelst du das Ganze verdeckt. Dann kann ich sehen, was du gewürfelt hast, aber du selber nicht. Dann wisst ihr nämlich nicht, ob das Ganze richtig ist oder nicht richtig ist. Ado, du hast das Gefühl, dass sie die Wahrheit sagt. Du kannst jetzt auch nicht richtig gut einschätzen. Sicherlich, sie hat auch eine Stichwunde. Da kann alles passiert sein. Du weißt nicht, wem der Dolch gehört. Klingt erstmal nach der Wahrheit. Passt auf. Warum kümmert ihr euch nicht erst einmal um die Frau? Und ich gehe mit dem Mann hier ein paar Schritte weit und rede in Ruhe mit ihm. Und wenn er sich beruhigt hat, dann bringe ich ihn irgendwo hin, wo er sicher ist. Das klingt sehr vernünftig. Und in der Zeit bringen wir die Frau an einen anderen Ort, sodass die beiden sich nie mehr begegnen und alles ist gut. Also stich sie am besten ab, die Verrückte. Ich lege ihm irgendwie den Arm um die Schultern. Komm, Freund, lass uns ein wenig gehen. Hm? Du hast doch Angst vor den Untoten, sagst du. Gehen wir ein bisschen hierhin vom Wald weg. Bist du ein Elf? Ja. Darf ich deine Ohren anfassen? Wenn du möchtest. Ich glaube, ich möchte Heilkunde Seele. Ich habe keine Heilkunde Seele, okay. Menschliches. Ich gehe mal mit dem Elfen mit, nicht dass der versucht, den Elfen umzubringen. Ja, Menschenkenntnis, die Erschwernis denkst du dir selber aus. Musst du dir gar nicht ausdenken. Jedenfalls, ich gehe dann mit ihm irgendwie. Bring ihn dann im Dunkeln, oder ich packe ihn auch die ganze Zeit irgendwie an der Schulter, an der Hand, am Arm oder so und gehe mit ihm in Richtung des nächsten Bauernhofes, Dorfes, wie auch immer. Ja, also. Wo ich das Gefühl habe, dass ein Mensch nachts gut abgesetzt werden kann, ohne in Schwierigkeiten zu kommen. Ja, wirst du sicherlich 3 Stunden laufen. Das ist okay, das macht mir ja wenig. Ja, gut. Ich werde dann den Rückweg vielleicht mit einem Movimento rüberbringen, aber. Ja, okay. Und dann komme ich halt zurück und suche die anderen anhand ihrer Spuren. Dann ist aber auf alle Fälle erstmal weg. Gut. Ja. Was machen die anderen derweil mit ihr? Ja, sie wird ja gerade verarztet und währenddessen würde ich einmal gerne mit ihr reden und fragen, wo sie denn eigentlich herkommt und wer sie ist. Also sie hat ja gesagt, sie ist Pilzsammlerin, ob sie aus der Gegend kommt und versuchen in Erfahrung zu bringen, ob sie was über Albuin gehört hat, beziehungsweise was man sich so hier über ihn erzählt. Ich komme aus Ried und aus Rieden und ich bin über die Tage gekommen und dann habe ich Pilze gesucht, weil in den Talawäldern und in Talfawäldern ist das alles weg, seitdem die ganzen Mordbrenner da sitzen und da trauen wir uns ja nicht mal rein. Und dann habe ich versucht, dann hier Pilze zu sammeln und dann ist es ziemlich dunkel geworden und plötzlich hat er mich angegriffen und ich weiß nicht, was das soll. Aber mein Rücken tut so weh. Er behauptet. Wieso habt ihr in der Nacht Pilze gesammelt? Nein, ich habe den ganzen Tag Pilze gesammelt und die letzten Tage und ich laufe doch nicht nur mit einem halben Korb dann zurück nach Ried. Ich muss doch das ganze Dorf versorgen. Dann macht es doch keinen Sinn, dass ich so eine lange Strecke jeden Tag laufe. Deswegen bin ich mehrere Tage hier geblieben und dann ist es plötzlich dunkel geworden, weil man in dem Fackelfrost die Sonne nicht mehr sieht und dann, plötzlich stand er hinter mir und hat mich angegriffen. Habt ihr nicht von den Untoten gehört, die im Fackelforst leben sollen? Die leben doch überall. Nicht mehr leben sollen. Mein Herr. Also. Badalian würde jetzt auch mal ein bisschen paranoid so Richtung Waldgrenze schauen, ob da jetzt schon irgendwas auf uns zugekrochen kommt. Würfel mal einen Ackerbauprobe. Pflanzen kommen wir nämlich an. Oh, kannst du. Nee, dann lieber eine Wildnislebenprobe. Oder Spuren lesen, noch besser. Ach, gut. Darf ich auch eine Spurenlesenprobe würfeln? Also ja, kannst du machen. Nee, die wäre nicht geschafft. Alles klar. Ich werde mal Mare über den Kopf streichen, also meinem Hund über den Kopf streichen und ihr das Bild vermitteln, dass sie doch bitte laut geben soll, falls sie irgendwas Verdorbenes riecht. Dein Hund nickt und trabt dann in Richtung der Waldgrenze und schnüffelt. Sucht nach ein paar Spuren. Nun, junge Frau. Vielleicht sollten wir, sobald ihr wieder in der Lage seid, euch angemessen zu bewegen, diesen Ort hier verlassen. Das vergossene Blut ist in der Tat nicht unbedingt die beste Art und Weise, sich in diesen Landen eine Schlafstätte zu suchen oder gar zu gehen. Das wollte ich auch gar nicht. Nein, niemand macht euch einen Vorwurf, bis auf diesen merkwürdigen Mann, der ja sagt, ihr wolltet ihn umbringen.
Der schien nicht gelogen zu haben. Vielleicht hat er es wirklich so gesehen. Was? Du wolltest sagen, dass ich lüge? Nein. Manchmal spielen uns die Eindrücke... Ich kenne ihn doch gar nicht. Niemand geht davon aus, dass ihr mit böser Intention an diesen Mann herangetreten seid. Manchmal spielen uns... Nun ja, unsere Sinne einfach einen Streich und... Kann ich die Nacht über bei euch bleiben? Nee, du kannst gehen. Natürlich könnt ihr bei uns bleiben. Was seid ihr ungastlich? Ach, was denn? Warum denn? Also, die haben doch jetzt nur Ärger gebracht und wir sind keinen Schritt weitergekommen. Jetzt läuft er in die andere Richtung und wir müssen warten und sind noch weder von unseren 100 Dukaten entfernt. Hast du sie irgendwie eilig oder was? Ist doch völlig egal, ob wir noch eine Nacht länger hier bleiben. Hat die Herrin Travia keinen Einfluss in eurem Leben? Was denkt ihr euch eigentlich? Einer verletzten Frau einen Platz am Feuer anzubieten, ist das Mindeste, was wir tun können. Und jetzt will ich nichts mehr von euch hören. Ich will mal eine Sinnschärfeprobe würfeln. Sinn? Sicht. Nichts mehr von mir hören. Hier. Ihr bringt uns hier in Gefahr. Und ich soll's wieder gewesen sein. Ja. Qualitätsstufe 2 würde ich gerne haben wollen. Wie viel hat unser Halbelf über? Bei mir wären es 3 QS. 3 QS? Ado hat auch Qualitätsstufe 2. Sie hat wohl merkwürdigerweise bei Travia ganz kurz gezuckt. Also ihre Hände haben so gezuckt. Ganz merkwürdig. Sie ist mir das Ganze nicht ganz geheuer. Flüstert er zu Matta rüber? Ja, mir auch nicht. Kommen hier gelaufen, machen hier alles wild. Und dann kriege ich auch noch Stress mit dem, weil ich sage, ich will meine 100 Dukaten lieber früh haben als spät. Der spinnt doch wohl. Gute Dame, hattet ihr vor, hier im Wald zu übernachten, oder? Nein, gar nicht. Ich wollte eigentlich so schnell, also was heißt so schnell wie möglich? Ich wollte in den Hügeln übernachten und dann wieder in die Wälder rein. Und dann war es aber schon dunkel und, also plötzlich war es dunkel und dann bin ich weggelaufen. Ja, dann Jalla, lass dich nicht aufhalten. Ja, mein Rücken tut weh. Kasim schaut mal zu Martha. In Travias Namen, lass die Frau hier sein. Und während dem Wort Travia beobachtet er sie nochmal zusätzlich ganz genau. Hattest du das Travia gesehen, ist die Kasim? Gekocht. Ja, ich hatte meine Probe geschafft. Aber nur mit 5 Sternchen. Das reicht nicht. Ado, aber sind 5 Sternchen nicht 2 QS? Was habe ich denn gesehen? Auf der 6. Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Aber zuckt sie jetzt wieder bei dem Wort Travia? Ja, ihre Hände zucken wieder. Travia war die kocht, ne? Ja, genau. Das war Travia. Aber ich hab's mehr mit Effert. Weiß ich gar nicht so. Es ist doch egal, ob Travia oder Effert. Worum geht es denn jetzt? Ich finde, wir sollten... Dass wir weiterlaufen sollen. Ich finde, wir sollten mal schnell ein Gebet an Travia nehmen. Uns dafür Zeit lassen. Wir haben doch gerade gesagt, dass wir Effert sagen. Mittlerweile dreht sie auch so ein bisschen ihre Augen halb nach oben in den Schädel rein. Herrin Travia, möge dieses Feuer in deinem Lichte strahlen. Möge dir zum Gefallen. Ich würde gerne. Macht das Sinn? Ich würde erstmal nur beten. Mögen alle natürlich. Reisenden müde sind, an deinem Feuer Platz finden und möge alles essen, was über diesem Feuer zubereitet, geschmackvoll und gehaltvoll sein. Wir danken dir, Mutter Gans. Laden alle ein, an deinem Feuer Platz zu nehmen. Mittlerweile bekommt sie Nasenbluten. Und guten Gewissens sind. Ich nehme meine Hand schon mal vorsichtig an meinen versteckten Dolch und stimme dann ins Gebet mit ein. O Herrin Travia, segne unsere Gemeinschaft, alle jene, die hier sind. Ja, mittlerweile habt ihr es auch alle erkannt, dass irgendwas mit ihr nicht zu stimmen scheint. Ja, alle jene, die hier sind. Und vor allem diese junge Frau, die so gastunfreundlich angegriffen wurde aus dem Nichts. Ich achte weiterhin auf sie. Ja, Midas, so, Zeit. Du hattest Mitbeter genug, jetzt wirk auch den Segen. Ja, ich muss gucken, wo der Segen ist. Ja, würfel einfach mal deine Liturgie-Kenntnisprobe.
Es liegt daran, dass ein L vorne bei den 12 Segnungen steht, nicht im normalen Liturgiedings. Achso, ja gut, ich würfel einfach eine Liturgie. Einfach mal Liturgie-Kennung drüber würfeln, genau, 5K ja, ist ja sowieso Grad 1, ne? Ja, 12 Segnungen sind immer Grad 1. Außer für den. Ja, das sieht gut aus. Ich wollte gerade sagen, da können wir jetzt noch ein Erschwernis draufpacken, du hast Mitbeter, passt. Sie fällt nach hinten auf den Rücken, auf ihre Wunde, klappt mit dem Mund auf und ihr seht, wie ein kleiner Ball aus ihrem Mund aussteigt und sie ausatmet. Was dann? Die Augen sind mittlerweile direkt in den Schädel geklappt. Was ist nun los? Ich zerschneide diesen Ball in der Luft. Gut. Er zergeht. Was denn das? Irgendwas Dämonisches. Ich vermute von Travias Gegenspielerin. Spieler? Ich fürchte auch, es scheint zumindest so. Ist sie jetzt tot? Sie scheint noch einen Puls zu haben. Was? Noch einen Puls? Würde tatsächlich. Ihr Herz schlägt noch. Mal über sie beugen und ihr. Also mir die Wunde jetzt nochmal angucken, ob die weiter eitert oder weiter blutet. Oder nee, das ist die Wunde von dem Dolch, der hat dreimal gestochen. Sie hat so um die 14 Trefferpunkte bekommen, also sie ist halb tot oder halb gesund. Das wird sicherlich in 2-3 Tagen zu heilen, gerade wenn sie viele Pilze isst oder sowas. Einfach nur Ruhe, dann geht das sicherlich, also da eitert nichts krustig. Sie reagiert jetzt aber auch nicht negativ auf meine Berührung als Reiter. Tut sie nicht. Gut. Ich gebe mir mal eine leichte Ohrfeige. So, nach dem Motto aufwachen. Hey, was aufwachen. Ist passiert? Was? Wer seid ihr? Euch war wohl etwas, das Travias. Wo sind meine Pilze? Das sollte euer geringstes Problem sein. Ihr seid in Sicherheit. Wir haben euch aus misslicher Lage befreit. Warum tut mein Rücken weh? Habt ihr mich überfallen? Nein. Er sieht aus wie ein Pirat. Ja. Pirat? Ich bin Händler. Aber schau, er sieht aus wie ein Fexgeweihter. Richtig. Wie sehen denn Fexgeweihter aus? Ich habe noch nie einen gesehen. Durchschnittlich und mit einem komischen Silberding um den Hals. Richtig. Mich vorstellen, mein Name ist Nidas. Ich bin. Fexgeweihte lügen. Nee, sie sind flexibel. Ja, das hilft jetzt nicht weiter. Doch. Wenn ihr die Frau beruhigen wollt, bitte. Nur auf jeden Fall haben wir euch nicht überfallen, sondern einen Dämon aus euch ausgetrieben. Richtig. Ja, so könnt ihr euch noch die restliche Nacht mit ihr unterhalten. Sie hat tatsächlich ihre Erinnerungen vergessen. Was auch immer das war, was in ihr saß, ihr habt es zerstört und vernichtet. Und nach 4 Stunden, als die Nacht sich langsam auflöst, die erste Sonne wieder am Himmel steht, das Pai aus Mal gerade wieder aufgeht, könnt ihr sehen, wie Mendarion im Dauerlauf wieder auf euch zugespurtet kommt. Regeneriere ich einen Punkt Karma oder weil es ja in der Nacht war? Okay. Doch, klar. Alles klar. Normale Regeneration? Eine -2, weil ihr mitten im Feld schlaft und keine richtige, also ihr habt vielleicht noch sowas wie eine Abenteuerausrüstung, aber das war keine gute Wildnislebenprobe, kein gutes Lager, ihr seid aufgebrochen in der Nacht, habt wenig Schlaf bekommen. -2. Die Pilzsucherin bedankt sich bei euch für eure Hilfe, nachdem sie verstanden hat, dass ihr sie nicht überfallen habt und würde, wenn ihr sie nicht aufhaltet, wieder zurück in Richtung von Ried und Rieden gehen. Über die Tage. Ich würde sie tatsächlich nochmal fragen über den Albumin. Darauf hat sie mir keine Antwort gegeben. Tut mir leid, den kenne ich nicht. Das was muss ist das für einer? Leid tun. Scheinbar jemand, der hier in der Gegend wohnt, der scheint wohl dem Herrn Praios besonders zugeneigt zu sein. Oh, das ist gut, der soll mal bei uns vorbeikommen. Wir haben bei uns einige Mordbuben, die bedrohen uns und überfallen uns. Sie sind unglaublich schnell. Das klingt so, als sollte dieser Mann einmal bei euch vorbeikommen. Da habt ihr recht. Ich hasse die Geierkinder. Nun, wer tut das nicht? Furchtbare. Ah! Guck einmal aus. Nun, ich wünsche euch noch einen guten Weg nach Hause. Next mit euch. Ja, Mendario schließt sich der Gruppe wieder an. Hallo. Der Köhler war tatsächlich ziemlich nett zu dir. Er wollte die ganze Zeit deine Ohren anfassen, deinen Bogen, wollte fragen, wie viele Menschen du schon getötet hast. Wie viele Zwerge. Seltsamer Mann. Ich habe den Mann irgendwo hingebracht, wo er über Nacht sicher ist. Das ist gut. Wir konnten der Frau
dämonisches Unheil austreiben. Oh, das ist aber gar nicht gut. Dass wir es austreiben konnten, und ich würde sagen, das ist sehr gut. Dass sie eins hatte. Das ist richtig, das ist nicht besonders gut, aber ich glaube, in diesen Landen kommt es häufiger vor, als man so hoffen mag. Aber passiert das einfach so, auch wenn die Frau rechtschaffend ist? Nee, das ist passiert, weil sie bestimmt wieder auf eine rote Katze von links nicht geachtet hat. Meiner Erfahrung nach suchen sich Dämonen gerade die aus, die besonders den Göttern gefällig sind, um sie zu vertieren. Nun, in der Tat. Je höher jemand fallen kann, desto attraktiver ist er für die Dämonen. Wie das? Keine Sorge, ihr werdet sicherlich von keinem Dämon verführt. Außer vielleicht von einem Gegenspieler Efforts. Das kann sein. Wie schütze ich mich davor? Ihr und eure Götter. So seltsam. Das ist ganz einfach. Ihr müsst nur jeden Tag Salzwasser auf eure Stirn reiben und dreimal den Namen Efforts sagen. Hat jemand Salz dabei? Alternativ könnt ihr auch versuchen, jede Woche einen Effort-Tempel aufzusuchen. Oder einen Tempel. Das reicht auch meistens. Jede Woche? Oder ich hätte... Gareth, kenne ich jemanden, der hat für den geringen Preis von 15 Goldstücken ein wunderbar mächtiges Medaillon, das euch sicherlich davor schützt. 15 Goldstücke? Das kann er behalten. Ja, und er ist Mardas und ist dein Bruder. Ist das denn jetzt gerade wirklich so wichtig? Nein. Dann lass uns weiterreisen. Ich wollte ja gerade sagen, sollten wir uns auf den Weg machen. Schließlich hat der Händler es ja eilig. Ist so. Dann verlieren wir keine Zeit.